Wer würde eher 3 Meter übers Tor werfen? Ich werf doch gar nicht. Doch, finde, muss schon sagen, der ein oder andere Gegenstoß ist vom Aufsetzer schon gefühlt fast unter die Hallendecke gegangen. Deswegen. Korrekt. Na gut, dann. Wer würde eher zu spät zum Training kommen? Hä? Ich bin noch nie zu spät gekommen. Doch, du bist entweder in die falsche Halle gefahren oder du saßt im Auto und hast telefoniert, weil du gedacht hast, das Training geht später los. Und ich kam letztes Jahr, glaube ich, 2-mal zu spät. Ja, guck mal, ich war auch 2-mal zu spät, ne? Okay. Ah, gut. Wer würde eher ins Schweigekloster gehen? Ich habe einfach Finn genommen, weil ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich finde Extremsituationen immer ganz spannend, also warum nicht? Wer würde eher TikTok-Influencer? Never. Niemals. Ich habe nicht mal Social Media oder irgendwas. Da fragt ihr wirklich die Falschen. Ja. Und wer würde eher ohne Gel in den Haaren aus dem Haus gehen? Das stimmt nicht, geil. Das stimmt einfach. Mir gibt es ja nicht mehr so viel zum Gehen. Weiß aber, dass Finn auch nicht so darauf Wert legt. Aber ja, jetzt kann ich gespannt. Finn benutzt immer mein Haargel beim Spiel. Korrekt, ja. Von daher. Aber die paar Haare, die du hast, die legst du schon immer richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Und wer hat eher einen grünen Daumen? Obwohl du Auto fährst, ja? Ja, richtig. Also hier. Super, dann sind wir durch. Vielen Dank. Top. Tipptopp, aber geil.